Der Start ist frei zum Bildpokal 2018. Mit insgesamt 9 Kandidaten geht es gleich über 2000 Meter. Und von innen nach außen werden wir dann zu sehen bekommen und Ultimo du Due, die 1 mit Christophe de Grote, die 2 dann Enius Boko mit Caroline Albers, die 3 Orlando Jet, Rudi Haller, die 4 Lotus Star mit Tim Schwarmer, die 5 Cash Hanover und Michael Nimczyk, die 6 Celestial Leitica, Gerd Biendl, die 7 Banker Transair mit Jap van Rijn, die 8 SJs Junior C, Stefan Schoonhoven und die 9 Monte Chiormo mit Michael Larsen. Wir haben noch 50 Meter bis zur Startmarke und das Rennen ist ab. Bildpokal 2018, die Pferde sind unterwegs. Guter Start gleich von Orlando Jet, guter Start auch von Cash Hanover und guter Start auch von Celestial Leitica. Noch nichts entschieden beim Kampf um die Führung. Jetzt setze ich Orlando Jet durch. Celestial Leitica wird etwas zurückgenommen, will da gerne nach innen, aber da ist zunächst einmal Cash Hanover und dann ist auch noch Ultimo du Due an der Innenseite vertreten in der dritten Position. Dann kann Celestial Light jetzt einparken. Ist viertes Pferd, 2 Länge zurück, dann Enius Boko, gefolgt von Monte Chiormo am 500 Meter Pfosten. Dann folgen Lotus Star vor SJs Junior C und Banker Transair. 14:0 die erste Zwischenzeit, das Feld kommt jetzt die Gerade herauf mit Orlando Jet an der Spitze. Orlando Jet führt, dahinter Cash Hanover, direkt dahinter in der zweiten Position. Dritter ist Ultimo Due, dann Celestial Leitica an vierter Stelle. Fünfte Position gehört Enius Boko, dann sehen wir Monte Chiormo mit Lotus Star, dann SJs Junior C und Banker Transair. Alle 9 an der Innenkante, aufgereiht jetzt eingangs des Hessler Bogens und die beiden Favoriten vorne weg. Orlando Jet hat das Kommando, Cash Hanover dahinter und dann Ultimo du Due vor Celestial Leitica und Enius Boko. 16:0 der zweite Abschnitt, 15:0 bislang für den ersten Kilometer und jetzt ist gleich eine Runde zurückgelegt und es tut sich überhaupt nichts. Orlando Jet vorn vor Cash Hanover und dann Ultimo du Due, Celestial Leitica, Enius Boko, Monte Chiormo, Banker Transair und dann Lotus Star mit SJs Junior C. Pferde nähern sich dem Schlussbogen langsam, aber sicher. Celestia Leitica gibt jetzt als Erste die Position innen auf, geht nach außen aus der vierten Position und macht sich jetzt besser bemerkbar. Auch Cash Hanover orientiert sich schon mal halb in die zweite Spur. 10:07 wurden da gefahren für diese dritten 500 Meter. Von ganz hinten versucht es Monte Chiormo und auch Enius Boko schaltet sich ein. Letzte Ecke, jetzt erreicht die Zielgerade. Orlando Jet, dahinter Cash Hanover, Celestia Leitica innen, außen kommt Enius Boko, aber Orlando Jet ist vorn gegen Cash Hanover, Enius Boko dann außen, Monte Chiormo versucht nachzusetzen, aber vorne immer noch Orlando Jet. Cash Hanover hat keine Antwort. Orlando Jet wird gewinnen mit Rudi Haller. Orlando Jet schlägt den Titelverteidiger. Cash Hanover Zweiter, Enius Boko Dritter, dann Monte Chiormo, Celestia Leitica und SJs Junior C auf den weiteren Plätzen und die letzten 500 Meter 1:11:06. Vorläufiges Ergebnis liegt vor fürs 9. Rennen für den Bildpokal 2018. Sieger ist die 3 Orlando Jets mit Rudi Haller. Zweiter wurde die 5 Cash Hanover mit Michael Nimczyk. Und dritter die 2 Enius Boko mit Caroline Albers. 3-5-2. Vierter dann die 9 Monte Chiormo und fünfter die 6 Celestial Leitica. Das Ganze vorläufig zum 9. Rennen. Oh, liebe Zuschauer, lassen Sie uns gemeinsam gleich dieses tolle Pferd und den tollen Fahrer hier feiern im Winner Circle. Kommen Sie gerne zum Winner Circle und dann werden wir gleich die beiden, die dieses Rennen, ja, mehr oder weniger Startziel dominiert haben, gleich hier erleben. Tolle Kombination und das beim Jahresdebüt. Unglaublich schnell und unglaublich erfolgreich. Sie gewinnen hoch überlegen den Bildpokal 2018. Gleich die Siegerehrung hier, hoffentlich mit vielen Zuschauern. Kommen Sie gerne zum Winner Circle.
Und vor der Siegerehrung schon einmal ein Blick aufs 10. Rennen schnell. Das ist der Preis der Getränke Krietemeyer GmbH. 4. Rennen der V5-Wette. 2 Nichtstarter hier, die 3 Copernicus und die 7 Beautyflower CG sind nicht dabei. 10. Rennen also ohne die 3 und ohne die 7. So, jetzt kommen Sie langsam auf die Gerade und werden jetzt an Ihnen allen schon mal vorbeigehen. Das sind wirklich Superstars unserer Sportart. Orlando Jett, ein 5-jähriger Hengst, der schon eine Gewinnsumme hat. Vor diesem Rennen von über 173.000 Euro. Jetzt kommen nochmal 10.000 dazu, allein für den Sieger. Also das hat sich doch gelohnt und die beiden werden sicherlich in diesem Jahr noch einige große Rennen gewinnen können. Gleich mehr dazu. Freuen Sie sich auf die Sieger im Bildpokal 2018 hier im Sonnenschein von Gelsenkirchen. Ja, die Interview wird sicherlich mit Spannung verfolgt werden gleich. Da bin ich mal gespannt, was Rudi Aller so sagt zu der Leistung und auch zu dem, was wir noch erwarten dürfen von Orlando Jett. Siegzeit haben wir im Übrigen vorliegen für den Sieger des Bildpokals. 1:13:05 ist er gegangen und das war mal für den ersten Start nicht so ganz schlecht, sag ich mal. Nee, das war sogar richtig gut und dementsprechend auch das ein Pluspunkt für diesen ersten Auftritt in der für dieses Pferd neuen Rennsaison 2018. Und das Schöne ist, liebe Zuschauer, die beiden können uns jetzt schon hören. Dementsprechend machen Sie doch mal gerne das, was Zuschauer bei einem würdigen Sieger hoffentlich mit Begeisterung machen. Das ist unser Applaus für Orlando Jett und Rudi Haller, Sieger im Bildpokal 2018. Der Mann wohnt mittlerweile in der Nähe von München, beziehungsweise trainiert dort viele Pferde, in Aschheim genauer gesagt. Und jetzt ist er hier in Gelsenkirchen, der Mann, den es zu feiern gilt, Rudi Haller. Wir begrüßen Carina Wibbels, General Managerin hier in Nordrhein-Westfalen der Bild-Zeitung. Herzlich willkommen und wir sagen der Bild-Zeitung auch ein großes Dankeschön für den Support für diesen Renntag, denn viele werden jedes Jahr dadurch auch erst neugierig gemacht, was sich denn hier so tut auf der Rennbahn. Und das ist ein Pokal, Uli Potowski sagte gerade, der hier auch mit dabei ist, frühere RTL und mittlerweile ja bei Sky Legende, der sieht doch aus wie der Champions League-Pot. Ja. So ein bisschen stimmt das auch. Und so kann also nun Rudi Haller sich über einen wunderschönen Pokal freuen. Viele Offizielle sind mit dabei, an der Spitze der Präsident des HVT, Heinz Tell. Und natürlich werden jetzt die Siegerfotos geschossen. Wir umrahmen das nochmal mit einem großen Applaus. Die haben es verdient. Das ist für Orlando Jett. Super Pferd mit Rudi Haller. So, da wollen wir uns mal durchkämpfen zum Erfolgsfahrer. Rudi, ist es möglich, einen Tick nach vorne zu kommen? Das wäre super.
Rudi Haller, herzlichen Glückwunsch. Täuscht der Eindruck oder sind da fast die Augen ein bisschen feucht ob dieses Moments und dieses Erfolgs? Ja, immer bei ihm. Immer bei ihm. Es ist wirklich so, ja, Ihr Lieblingspferd. Warum ist die Beziehung so intensiv zwischen Ihnen und eben Orlando Jet? Naja, gut, die Pferde sind von jedem Trainer oder Fahrer natürlich die Lieblingspferde. Aber ich habe es bei ihm schon irgendwie als Jährling erkannt, dass er was ganz Besonderes ist. Und das wird er für mich auch immer bleiben. Tja, man soll ja mit solchen Vergleichen nicht so allzu inflationär umgehen, aber es ist fast wie so eine Papa-Sohn-Beziehung. Sprich, Sie haben ihn jung eben natürlich kennengelernt und dieses Pferd ist jetzt eine Erfolgsgeschichte. Sind Sie gerade richtig stolz einfach, was er gezeigt hat? Sie natürlich auch, aber ich glaube, das Pferd hat ja den Löwenanteil gerade hier uns allen begeistert vorgeführt. Ja, ich bin richtig stolz auf ihn und vor allem, weil er dieses Jahr noch keinen Start hatte und jetzt nur mit einem Probelauf und einer schärferen Arbeit vor 12 Tagen noch in München hier dieses Rennen so locker bewältigt hat. Dafür spürt man mehr. Tja, da verspürt man mehr. Bei 1:13 ja auch eine unglaublich schnelle Zeit. War das so zu erwarten? Ja gut, ich konnte den ersten Kilometer natürlich sehr ruhig fahren. Der letzte Kilometer war dann 1:11:5 von mir und dann wird es natürlich für die hinteren Pferde schwer, da noch was auszurichten. Aber wie er sich dann im Einlauf von einem Klassetrauer wie Keshanova ein bisschen gelöst hat, das war schon, ja, da kommen dir die Tränen schon ein bisschen. Ja, da dürfen Ihnen auch gerne die Tränen kommen. Bedeutet aber auch in der Konsequenz, dieses Pferd musste, obwohl so Top-Konkurrenz mit dabei ist, wahrscheinlich noch nicht mal alles zeigen. Nein, er ist eher ein bisschen faules Pferd, wenn er so alleine ist und so. Also er musste wirklich nicht alles zeigen. Er hat auch feste Watte in den Ohren, also noch nichts zum Ziehen und er ist genial. Mir fehlen fast die Worte. Das freut uns sehr, Sie so bewegt zu erleben. Und trotzdem wollen wir natürlich nach vorne schauen auch. Denn dieses Pferd mit dieser Leistung qualifiziert sich ja eigentlich für alle großen Rennen. Was haben Sie vor? Ich weiß es noch nicht. Heute ist ja der Herr Jensen da aus Kopenhagen. Er wollte unbedingt, dass ich in 12 Tagen zum Kopenhagen Cup komme. Aber das habe ich Ihnen eigentlich schon gesagt, das mache ich definitiv nicht. Man muss sehen, sein Weg soll eigentlich nach Frankreich gehen, weil er sich auf großen Bahnen, je größer die Bahn ist, desto wohler fühlt er sich mit seinem Riesengeläuf. Und da gehört er auch hin, glaube ich. Rudi Haller, Ihnen wirklich herzlichen Dank. Sie haben so viele 1000 Rennen gewonnen, aber ich glaube, das ist ein Erfolg, der wird auch ein bisschen länger in Ihrem Kopf bleiben, richtig? Ja, jeder große Erfolg mit ihm berührt mich irgendwie besonders. Meine Frau pflegt ihn zusammen mit der Sarah Wiehe. Ein Dank auch an meine Mannschaft zu Hause und ja, ich bin bewegt jetzt. Ach, wir sind's auch. Und genießen Sie den Applaus. Die Tränen, die sind gerechtfertigt nach einer wunderschönen Fahrt mit einem überragenden Pferd. Respekt an Orlando Jet und toi 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 für die nächsten Starts. Dieses Pferd ist wirklich ein Aushängeschild in Deutschland. Jetzt geht's auf die Ehrenfahrt. Rudi Haller, nehmen Sie doch mal den Applaus gerne mit und unsere Ehrung und der verdiente Respekt nach einem wirklich großen Auftritt im Rennsport in der langen Geschichte des Bildpokals. Der Ehrenfahrt Orlando Jet und Rudi Haller. Und einer, der eine große Fußballleidenschaft hat und natürlich hier im Pott wohnt, Gelsenkirchen eher als seine Heimat hat. Uli Potowski ist bei uns. Viele wissen ja gar nicht, dass der Trabrennsport neben dem Fußball